Hallo. Leider kann ich auf der heutigen Veranstaltung nicht dabei sein. Da ich mich in den letzten Monaten so ausgiebig mit dem Z4 Roadster beschäftigt habe, bin ich darüber natürlich sehr traurig und enttäuscht. Leider bin ich auf eine Veranstaltung in Norwegen eingeladen und musste meine Termine drastisch umlegen. Darum entschuldigen Sie bitte meine Abwesenheit. Ich hoffe, dass ich den Z4 Roadster und An Expression of Joy demnächst gemeinsam mit Ihnen erleben kann. Mich interessierte die Idee, mit einer vorhandenen Technologie, einem vorgegebenen Design zu interagieren und das in einen vergänglichen Prozess einzubinden. Die Idee, dass ein Auto zu einer Verlängerung des menschlichen Körpers werden und so wie ein Pinsel funktionieren kann, war für mich ein sehr interessantes Konzept. Mir gefällt auch die Vorstellung, Malerei und Hochtechnologie gewissermaßen einander anzunähern. Das war ein anderer Faktor, der meine Aufmerksamkeit auf das Projekt hat. In terms of the inspiration, I think there are many important factors. Was die Inspiration betrifft, so gibt es da mehrere wichtige Faktoren. Die reichen bis in meine Jugend in Südafrika zurück. Ich besuchte damals als Jugendlicher in Südafrika viele illegale Autorennen und illegale Drifttreffen. Faszinierend daran ist, dass es in Johannesburg so eine Art Subkultur gibt, eine regelrechte BMW-Kultur, die man dort Kusheshe nennt. Kusheshe ist ein Wort aus der Zulu-Sprache und bedeutet fahr schneller. Es bezieht sich auf den BMW 325 IS. Dieses Modell ist so etwas wie ein Sammlerobjekt in Johannesburg und wird besonders beim Driften eingesetzt. Mich hat diese Idee lange Zeit fasziniert. Selbst als ich schon einige Jahre in Berlin lebte und arbeitete, musste ich immer an diese driftenden Autos denken. Als dann BMW an mich herantrat, war meine Entscheidung folgerichtig und natürlich, einfach aufgrund meiner Erfahrungen mit BMW und den Erinnerungen daran. Das war meine erste Quelle der Inspiration. Ich wollte das Auto nicht nur gleichmäßige Spuren zeichnen lassen, sondern es sollte auch kräftige Farbakzente auf die Leinwand setzen, um dem Bild mehr Struktur zu verleihen. Auch sollten sie dem Bild eine Art Konstanz geben, die die Technologie des Fahrzeugs hervorhebt und gleichzeitig einen organischeren Raumeindruck auf der Bildoberfläche hinterlässt. Und das konnte nur erzielt werden, indem wir das Design und die Technologie des Autos herausforderten und den Wagen an seine Grenzen brachten. The design of the car, the technology of the car, and to also push the limit of the car.